Hi Leute, ich möchte euch heute nochmal meine Erfahrungen Udemy aus jetzt mittlerweile fast 6 Jahren oder 5,5 Jahren Udemy beschreiben. Wie hat es bei mir angefangen und wie habe ich es geschafft, die 100.000 Teilnehmermarke zu knacken und warum ich Udemy immer noch empfehle. Ich habe ja gesehen, dass hier an meinen Statistiken, in meinen YouTube-Statistiken, dass meine Udemy-Videos am meisten geschaut werden. Deswegen muss ich da natürlich drauf Rücksicht nehmen, auch wenn ich super gerne Online-Funnel und E-Mail-Marketing und Webinar-Marketing und sowas erkläre. Falls ihr dazu Fragen habt, bitte stellt mir die Fragen hier in den Kommentaren. Ich mache dann dazu super gerne ein eigenes Video. Ja? Und bitte unterstützt mich, indem ihr diesen Kanal liked und ein Abo und die Glocke und so weiter. Ja, das ist echt wichtig. Ich gucke auch auf die Likes. Das interessiert mich echt, dass ich weiß, wie viele Leute ich erreichen kann und wie viele Videos ihr braucht und was für Videos ihr braucht. Ja, also Udemy, Erfahrungen. Das ist immer noch so. Ich bin ja auch hier bei YouTube unterwegs und gucke mir sehr viel an zum Thema Udemy. Und ich würde mal sagen, es ist interessant, dass wenn ich auf Online-Marketing-Messen bin, wo eben Leute sind, die online Geld verdienen, ne, und sich austauschen, dass Udemy einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Also mit anderen Worten, die Leute sagen, hey, du bist so cool, du bist bei Udemy, ich möchte auch gerne bei Udemy sein. Ne? Also von der Wahrnehmung her. Das heißt, und dann sage ich dann den Leuten, hey, du verdienst doch schon 2 Millionen, du brauchst doch gar keinen Udemy-Kurs mehr. Ne? Und dann sagen die, ja, es geht mir aber um was anderes. Ich möchte gerne auf Udemy präsent sein, ich möchte gerne Bekanntheitsgrad haben und so. Ne? Und das passiert öfters mal, dass ich von Online-Marketing-Experten oder von irgendwelchen Größen angesprochen werde, sollen wir nicht einen Kurs zusammen machen? Und das sind dann Leute, die haben das schon zwischen 5 und 50 Angestellte und wollen halt einen Kurs machen. Die wollen gar kein Geld verdienen, sondern es geht denen um die Reputation, dass dieser Kurs von Tausenden von Leuten gesehen wird. Und das hat mir echt nochmal die Augen geöffnet, was für einen guten Ruf Udemy als Lernplattform eigentlich hat. Weil ich habe ja immer nur gesagt, ich möchte gerne Udemy nutzen, um quasi einfach Geld zu verdienen. Oder ich will dir zeigen, wie du mit Udemy Geld verdienst. Ja, also du hast einen Job, du hast Kinder vielleicht und du hast Hobbys und so und du willst einfach nochmal 500 oder 1000 Euro nebenbei verdienen. Das ist so das, was ich dachte. Aber auch die Leute, die schon mehr als genug Geld haben, wollen Udemy nutzen, um Reichweite und Reputation zu gewinnen. Das ist so ein ganz wichtiges Learning, was ich hatte. Also Udemy hat einen extrem guten Ruf als Lernplattform. Klar, wir wissen alle, es gibt auch mal schlechte Kurse da und jeder von uns hat auch schon mal einen Udemy-Kurs gekauft, wo er hinterher gedacht hat, das war kein guter Kurs. Aber im Grunde genommen finden die meisten von uns Udemy sehr gut und seriös. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Programmierkurs suchst oder irgendeine Programmiersprache, sei ehrlich, du wirst zu Udemy gehen und dir da einen Kurs kaufen. Ja? Und Udemy ist einfach cool. Ja? Andererseits, es kommt aber das andere, das ist total interessant, die Leute, die gerne die Online-Dozenten werden möchten und mit Udemy Geld verdienen möchten, die es noch nicht kennen, sind oft so, dass sie denken, ja, man verdient ja eh kein Geld damit. Ne? Also der Udemy hat einen sehr guten Ruf als Lernplattform, aber die angehenden Dozenten denken, das würde sich nicht lohnen. Und da möchte ich gerne mal mit aufräumen, weil ich bin ja jetzt seit 2014 Dozent. Ich habe alles miterlebt. Ich habe die verschiedenen Preise miterlebt. Früher konnte man 500 Euro, 600 Euro pro Kurs nehmen. Dann haben sie gesagt, ja, das ist so krass, diese Rabatte sind so krass. Man darf nur noch maximal, ich glaube, zwischen 20 und 50 Euro nehmen. Dann haben sie das auch wieder geändert und so. Ich kenne die Zeit, als Udemy nur auf Englisch war und es gab noch gar keinen deutschen Kurs und so. Ja? Ich habe da alles Mögliche gesehen und ich kann dir echt sagen, ich bin auch im Online-Marketing-Bereich, in dem Online-Bereich sehr versiert und ich kann Online-Funnel, Webinar-Funnel aufbauen und ich verdiene ja auch Online-Geld, ich verkaufe ja auch Kurse und mache Affiliate-Marketing und sowas. Aber ich kann dir sagen, dass ich Udemy viel, viel einfacher finde. Man kann viel leichter damit Geld verdienen und auch ohne großes, also du brauchst ja praktisch gar kein Startkapital. Ja, du holst dir vielleicht eine Webcam, du holst dir eine Kamera, also da sind wir vielleicht bei 100 Euro oder so, dann holst du dir vielleicht von mir noch einen Kurs, damit du einfach das Wissen hast, damit du weißt, wie du halt anfangen kannst und dann hast du vielleicht ein paar hundert Euro ausgegeben und dann geht's los. Ja, bei zum Beispiel, wenn du
außerhalb von Udemy Geld verdienen willst und du sagst, nee, 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 ich möchte richtig meinen Kurs auf meiner eigenen Webseite verkaufen für, sag ich jetzt mal, 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, ne? Das sagen immer alle. Dann ist es halt so, ja, dann mach das. Hol dir erstmal eine Webseite, hol dir erstmal WordPress, hol dir einen vernünftigen Page-Builder. So, dann bist du schon mal bei, was weiß ich, 20 Euro im Monat, in einem guten Fall, ne? Wenn du einen guten Page-Builder hast, meine ich. Dann brauchst du noch ein E-Mail-Marketing-System. So, wir wissen alle, Clicktip kostet Geld, Quentin kostet Geld. Ja, ich bin von Clicktip weggegangen. Ihr kennt ja die Gründe vielleicht. So, Quentin, da kostet das günstigste Paket 35 Euro netto. Das ist absolut bezahlbar. Es ist auch sehr zu empfehlen, aber es kostet halt was im Gegensatz zu Udemy. Udemy kostet nichts. So, das heißt, wir sind jetzt vielleicht so bei 50, 60 Euro im Monat schon. Oder wenn du halt das vernünftige Paket nimmst, bist du schon ein bisschen höher. Und dann, wir reden noch überhaupt nicht von vielleicht Webinar-Plattformen, dann brauchen wir und so weiter. Dann bist du schon vielleicht bei 80, 90 Euro im Monat. Und das Krasse ist, du hast ja noch keinen Traffic. Also Facebook. Und sobald du Facebook machst, zum Beispiel eben Paid-Traffic, ne, mit Conversion-Ziel, Lead-Generierung oder sowas, dann musst du vielleicht 10 Euro am Tag ausgeben, damit sonst kann ja noch nicht mal die Lernphase abgeschlossen werden. Das heißt, das sind dann nochmal 300 Euro im Monat. Das heißt, du bist bei 400 Euro im Monat und ich garantiere dir, wenn du keine Hilfe hast von einem erfahrenen Coach, ich garantiere dir, dass du ein Jahr brauchst, bis du einigermaßen Bescheid weißt, wie du Online-Funnel bedienst und wie du damit Geld verdienst. Es sei denn, du hast einen, der es dir echt erklärt, der dir echt sagt, okay, pass auf, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, wir machen das so. Ja? Ich mache das auch immer mal wieder ganz gerne für Coaching-Kunden, denen ich das halt erkläre, dass sie dann halt da deutlich schneller sind. Aber ich selber hatte nicht so jemanden, ich hatte das nicht. Ich habe, glaube ich, ein Jahr lang meinen E-Mail-Marketing-Anbieter bezahlt, bevor ich das überhaupt mal richtig bedienen konnte. Ja, und jetzt bin ich ein Experte da drin, weil ich mich da echt reingefuchst habe. Aber na, dann hast du deinen Mitgliederbereich vielleicht. Ach so, den habe ich noch vergessen. Der kostet vielleicht auch 20 Euro im Monat, 20, 30 Euro im Monat. Bist du vielleicht bei Coachy oder bei FastGecko oder bei DigiMember. Und so weiter und so fort. Das heißt, du zahlst wahrscheinlich erstmal Tausende von Euro, bevor du anfängst, in die Gewinnzone zu kommen. Bei Udemy ist es so, du kaufst ein Mikrofon, du kaufst eine Kamera und dann wäre es sinnvoll, wenn du von mir irgendwas kaufst, also so einen Kurs oder so oder ein Coaching, damit du halt weißt, wo du anfangen sollst. Aber selbst wenn du insgesamt, sagen wir mal 500 oder 1000 Euro ausgibst, dann bist du immer noch viel günstiger als die Kosten, die du verlierst, wenn du 100 Euro im Monat oder so bezahlst und versuchst, deinen eigenen Online-Funnel aufzubauen. Ja? Und ich weiß, dass jetzt viele von euch sagen werden, ja, okay, das ist jetzt so extrem übertrieben einseitig dargestellt. Er will ja nur Udemy promoten und so. Nee, stimmt nicht. Ich mache ja auch Online-Marketing. Ich habe ja einen Quentin Pro-Account. Ja? Ich habe teure Mitgliederbereich. Ich bezahle für Facebook. Ich habe letztes Jahr bestimmt 5.000 Euro oder so aus. Nee, ich habe 3.000, 4.000 Euro für Facebook ausgegeben, 5.000 Euro für Coaching. Ich hatte auch einen Coach, ja, dann später. Und ich sage jetzt mal 3.000 Euro für Tools. Also ich weiß schon, wovon ich rede. Und ich kann dir sagen, dass es wirklich viel, viel schwieriger ist, damit Geld zu verdienen als mit Udemy. Aber ich mache es trotzdem, weil ich es interessant finde und weil ich auch glaube, dass man es besser skalieren kann als Udemy. Aber das dauert Jahre. Das dauert viele Jahre. Bei Udemy kannst du sofort Geld verdienen. Ja, ich habe ja zwei Coaching-Kunden, die ich immer wieder ganz gerne erwähne. Einmal den Alex Schreiner. Der hatte nach 3 Monaten schon 1.000 Euro im Monat, jeden Monat. Zack, so. Wie viele Leute kennst du, dass die das im Info-Business schaffen mit einer eigenen Webseite? Die haben noch nie eine Webseite gehabt und dann nach 3 Monaten direkt 1.000 Euro im Monat. Oder der Ben Polland, der hat, wir haben uns getroffen und wir haben zusammengearbeitet. Ich habe ihn gecoacht und er hatte dann nach 3, 4 Monaten, haben wir uns getroffen, habe ich gesagt, wie viel hast du denn schon verdient? Ja, so 2.000. Aha. Ja, also nach 3 Monaten hat er insgesamt schon 2.000 verdient. Und ist doch gut.
Ja, und wir reden hier wirklich davon, dass du mit Udemy, du kannst es halt wahnsinnig schnell hochskalieren auf 10.000 oder 20.000 im Jahr. Und das geht nicht so einfach mit Online-Marketing. Da hast du eher 10.000 Euro im Jahr Verlust und dann irgendwann mal nach 5 Jahren oder so hast du dann halt einen richtig guten Gewinn. Und deswegen würde ich dir empfehlen, beides zu machen. Wenn du sagst, ich möchte gerne Online-Dozent sein, ich möchte gerne Online-Geld verdienen, dann mach beides. Fang erstmal mit Udemy an, mach erstmal Udemy und gewinne Reputation, gewinne Leads oder Kundschaft, Leute, die dich kennen, und fang sofort an, Geld zu verdienen mit Udemy. Und dann machst du parallel, wenn du ein bisschen Geld zur Seite geschafft hast, du nimmst das Geld von Udemy und baust dir deine eigene Webseite auf, und dann hast du auch den Rücken frei und dann hast du auch Zeit dafür und musst dich nicht jedes Mal ärgern. Das ist so meine Herangehensweise. Das würde ich dir echt empfehlen. Und es kann dir nichts passieren bei Udemy. Selbst wenn du in einem Jahr sagst, ich möchte die Kurse nicht mehr auf Udemy haben, dann kannst du die da immer noch runternehmen und nur auf deiner Webseite verkaufen oder auf beiden parallel. Ne? Also zu unterschiedlichen Preisen. Du kannst dir eine andere Edition machen. Du kannst eine Premium-Version machen auf deiner Webseite und eine normale Version bei Udemy, dass die Kurse sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Also das möchte ich dir echt empfehlen und ans Herz legen. Wenn es dir gefallen hat, bitte Like und Kommentar und Abo. Das wäre mega nett von dir. Bis dann, dein Sebastian.